Hallihallo und willkommen zurück bei meinem, ich bin auf der Jagd nach den 100% Part von Batman Arkham City. Ich höchst selbst bin der Baum, ne? Und hier drüben ist irgendwo ein Rätsel. Bist du ein Rätsel? Nein, kein Objekt. Was könnte man denn hier fotografieren wollen? Ich verstehe es nicht. Lass mich mal einen Blick auf die Karte werfen. Es ist links von uns. Da? Nö, da ist gar nichts. Das Spiel lügt mich an. Ist es das Teil hier? Warte mal kurz. Ist es das? Nein, kein Objekt geortet. Oh Gott, was war denn das gerade für ein Move? Ist es das? Nein, ist es das? Nein, es ist dieses Haus. Nein, es ist auf dem Dach von dem Haus. Auch nicht. Bist du das? Nö. Keiner will ein Casino fotografieren? Das ist ja auch seltsam. Hä? Bin ich irgendwie doof? Er ist also tot. Eine Ära geht zu Ende, Mann. Eine verdammte Ära geht zu Ende. Hä? Oh. Das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Warte mal. Könnte da der Punkt sein? Alter, das ist genial. Wo könnte der Punkt sein? Der muss ja irgendwo da auf der anderen Seite sein. Warte mal kurz, vielleicht sehe ich den von hier. Hier Schnee. Hä? Verdammt, es reicht. Okay, nee, dann muss der Punkt vielleicht hier drüben sein. Und vor irgendwas davor. Was? Vor irgendwas davor? Ja, genau, vor irgendwas davor. Aber wovor? Wovor hast du am meisten Angst, Batman? Vielleicht hier drüben? Warte mal Batman, kurz. Es ist Batman! Ich hab gerade keine Zeit, Jungs. Muss heftige Rätsel lösen. Hä? Da oben auf dem Geländer vielleicht? Ein Punkt, sodass man irgendwie den so davor halten es muss? Es ist mir egal, wo du bist. Irgendwann finde ich dich und dann mache ich dich kalt. Nur du, lauf, versteck dich. Oh, die haben wir nicht gekriegt. Moment, gleich nochmal. Zack. 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 Sehr gut. Zack. Und wir haben sie. Und wo ist jetzt der grüne Punkt? Setzen Sie ein Zeichen? Hallo? Der muss doch hier irgendwo sein. Ich meine, ich bin doch nicht blöd oder so. Ich bin doch eigentlich gar nicht mal so unklug. Hallo? Wo ist der grüne Punkt? Darfst du es mir ruhig verraten? Ah, ich habe da so eine Idee. Ich hab da so eine Idee. Ja. Definitiv. Definitiv. Ist der grüne Punkt, da drüben. Ja. Na? Noch richtig justieren. Das war der falsche Knopf. Ja. Ja. Das da drüben ist ein Rolltor. Da stand ich in der letzten Folge noch davor und hab mich gewundert. Wozu das hier gut sein soll, weißt du? Weil wenn ich das jetzt hoch mache, ist dahinter eine Backsteinwand. Aber es ist halt einfach nur der Punkt dran geschmiert. Gut, gut, haben wir das, haben wir das. Denn kann ich ja jetzt weitermachen. Ich wollte nämlich zum Riddler. Riddler und die nächste Geisel holen. Das wäre übelst geil. Zack, du kriegst aufs Maul. Aufs Maul, habe ich gesagt. Zack und zack und zack und zack. Und auf dem Boden ausschalten, bitte. Und dann nochmal die Position auf der Karte checken. So, wo ist der Riddler? Okay, ich gehe erst einmal hier hin und scanne den Scheiß. Denn das liegt ja direkt auf dem Weg. Zu mir, ich hab ihn. Ja, ich bin viel zu schnell für euch. I'm too pro for you. Lalala. Wusch. Sind jetzt hier die Joker-Jungs eigentlich alle beurlaubt? Ich meine, der Joker ist ja jetzt erstmal weg. Also im Sinne von Mausetot. Ah, da wollte ich eigentlich nicht landen. Das war jetzt nicht der Plan. Probieren wir das nochmal. Okay, das war eine zu kurze Distanz. Das kriegen wir hin. Halt! Das ist so, war zu weit. Zurück, Batman, zurück. Zurück, wir sind am Waypoint vorbei. Wir müssen zurück. Bitte, ist nicht meine Schuld. Halt, da wird jemand verprügelt. Sehe ich hier keinen. Du bist derjenige, der nicht getan hat, was er tun sollte. Das heißt dann wohl, dass du auch derjenige bist, der leiden wird. Nein, hier wird niemand leiden. Nein. Lass den armen Mann in Ruhe. Er hat dir nichts getan. Nicht solange ich hier noch in dem Stadtteil unterwegs bin, weißt du?
politischer Gefangene, Gewaltakte, Fortschritt. Wir sind da schon relativ weit, glaube ich. Ui, was ist denn das? Drei Dürdeldiddle-Gedöns. Oh, und eine Zeitschaltung. Okay. Okay, das klingt interessant. Lass es mich mal erstmal mit dem ferngesteuerten Batarang probieren. So, schwuppdiwupp und Topspeed. Gleich den nächsten. Topspeed. Und den letzten. Topspeed! Sehr gut. Das war's. Geile Scheiße. Wir sind super gut. Wir alle zusammen. Das ist nicht nur so dahergesagt. Also wenn es euch nicht gäbe, würde ich diesen 100% Run nicht machen. Also tragt ihr eine Teilschuld. So sieht's aus. Oder ich würde mir nicht so eine Mühe dabei geben. Ich würde schummeln. Ich würde heimlich im Internet googeln oder solche Sachen. Ich wollte doch zu dieser Deadshot-Position. Die war doch, wenn ich mich nicht täusche, hier. Oder? Zumindest laut Karte. Ah ja, genau. Das sieht aus, als ob man das hier scannen könnte. Und diese Leute da unten gefallen mir gar nicht. Aber wir haben ja zum Glück zum Beispiel sowas hier. Bam. Dann haben wir sowas Tolles hier. Hier ist einer! Genau. Kommt mal her. Kommt mal her. Oder du da. Bleib, wo du bist. Du und... Du! Schön. In der Nähe befindet sich ein Umspannwerk. Ich sollte es nachsehen, ob Deadshot es benutzt hat. Ein Umspannwerk? Batman, du kannst nicht einfach losquasseln, während hier noch die Leute rumrennen. Öffnen. Level up. Oh cool, wir haben wieder ein Level up für Catwoman. Warte mal, das will ich gleich mal investieren in Kampfpanzerung. Ja. Da wird nicht lange nachgeguckt. Kampfpanzerung müssen wir bei der unbedingt mit reinnehmen. Die hält so wenig aus. Das ist, ungewohnt. Öffnen. Warte mal, da stand doch gerade noch öffnen und nicht klettern. Öffnen. Ja, okay. Ein Umspannwerk. Wozu sollte Deadshot dieses Umspannwerk, das Deadshot benutzt hat? Wozu sollte der denn eins benutzen? Ich meine, was will denn der damit? Das könnte das Umspannwerk sein, nach dem ich suche. Was will er denn mit dem Umspannwerk? Nein, ist es nicht. Was? Wie? Da ist noch ein drittes. Ist das durch irgendwas verdächtig? Sieht genauso aus wie alle anderen. Nichts. Deadshot ist nie hier gewesen. Wozu braucht er denn ein Umspannwerk? Das verstehe ich nicht. Ich meine, er ist ein Scharfschütze. Ist seine Waffe irgendwie mit Strom betrieben statt mit Schwarzpulver? Okay, auf zur Riddle-Diddle-Geisel. Und vielleicht finden wir da auch den Eingang in die Kanalisation und können endlich dieses Rätsel lösen, das schon seit Ewigkeiten auf der Leber liegt. Halt, was ist das da? Da will ich rein. Oh Gott, unser Cape sieht so zerflattert aus, das fällt mir jetzt erst auf. Da will ich rein, da will ich rein! Ich bin drin! Was? Wie? Und du? Wer bist du? Aua! Du bist der Mann mit dem Schild! Du wirst hier sterben, Mistwurm. Spring einfach über dich drüber und hau dir in den Rücken und dann mache ich euch alle kaputt. Lalala. 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 Doppelausschaltungs-Move. Ja, bada. Ich sag immer ausschalten, aber ich meine kontern. Schalalala. Zack und bang und weg und zack und. Zack und zack und... Ist das hier ein lustiger Move? Nein, der ist abgebrochen. Schade. Du hast überhaupt keine Chance. Oh nee, leg das Ding bitte weg. Leg das Ding bitte weg. Ich mag die Teile überhaupt nicht. Das macht die Männer irgendwie so zu wandelnden Wänden. Warte mal, das würde ich gern komplett kaputt machen, damit keiner mehr aufheben kann. Wieso macht er das denn nicht? Wieso macht er denn seinen Super-Move nicht, wo er die Sachen kaputt kriegt? Okay, so geht's auch. So geht's natürlich auch. Ja, ich lehne mich mal wieder ein bisschen angenehmer zurück. Ein bisschen die Sitzposition von Zeit zu Zeit ändern, das ist ganz wichtig. Miep. Und die Kamera dann natürlich dementsprechend anpassen. So. Riddler, hallo. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Hier sind so viele Leute, die eins auf den Sack verdient haben. Was? Was? Wie? Was? Wo? Warum? Halt! Halt! Halt!
Da drüben hin, bitte. Komm schon. Ja, fast genauso gut. Oh, das ist schwer. Moment. Ich habe da schon so eine Ahnung. Aber dazu muss ich von hier drüben starten. Können wir da irgendwie raus? Sehr gut. Das hat er sich aber spät einfallen lassen, dass er sich da auch festhalten kann. Okay, wir fliegen jetzt hier ran. Und dann müssen wir aber Schwung holen, ja? Oh, zu viel Schwung geholt. Oh Mann. Oh Mann. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Oder können wir da irgendwie mit dem Dingsbums rüber? Mit dem Seilwerfer. Das wäre natürlich auch cool. Usch. Schade, es geht nicht. Okay, ich lasse mich schon wieder ablenken, aber ist okay. Ist okay. Ich darf mich ruhig ablenken lassen. Ich bin der Baume. Ich darf alles. Schauen wir das von hier? Das ist extra so kaputt gemacht hier alles, dass wir das mit dem Seilwerfer wahrscheinlich nicht hinkriegen werden. Oder? Oder etwa doch? Nee. Okay. Dann halt eben hier nochmal hoch. Wir müssen das irgendwie ganz knapp hinkriegen, dass wir hier halt irgendwie nochmal Auftrieb kriegen, sobald wir hier reinkommen, oder? Ja, wir brauchen definitiv Auftrieb. Wir müssen uns vorher runterstürzen. Weil wenn wir einfach schnurgerade uns reingleiten lassen, dann schaffen wir es nicht. Dann bleiben wir einfach nicht auf der richtigen Höhe. Wir fallen zu schnell runter. Komm jetzt, probieren wir es nochmal. Ah, das war so knapp. Okay, die Idee war gut. Nur Batmans Beine sind noch zu lang. Nein, nee. Kann man den Schub auch irgendwie abbrechen? Ach, nur ist ja nicht schlimm. Wir können es ja gleich nutzen. So, ja, nein. Okay, nochmal zurück. Upsi. Das kann eine Weile dauern. Komm schon, Betsy Boy. Mach Baume nicht traurig. Okay. Nochmal. Once again with feeling. Once again with feeling. Ah. Scheiße. Scheiße. Kackendreck. Mist. Ficken. Scheiße. Okay. Mach ich später. Frustet mich gerade zu sehr. Mach ich später. Die Theorie ist gut, aber die Praxis stimmt noch nicht ganz. Es ist die blöde Fledermaus. Ja, lass mich noch schnell den Typen hier verletzen. Ich hab's doch gesagt, das ist Batman. Schnapp ihn. Ich will noch die Riddler-Geißel schnell verhören. Komm, das schaffen wir jetzt noch. Das schaffen wir jetzt noch, auch wenn der Feierabend-Timer läuft. Du wirst verhört. Da kannst du ballern, wie du willst. Da hilft dir alles nichts. Riddler, rede. Jetzt musst du eigentlich sagen, bitte, gleich da hinten. Ich sag alles. Das wusste ich. Gut. Und mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Der Riddler müsste ja hier eigentlich genau um die Ecke. Ach, ich sehe es schon. Sag mal, die Wand war vorher noch nicht mit dem Fragezeichen beschmiert, oder? Das wäre mir vorher aufgefallen. Warte mal, ich gehe mal so rüber, dass wir es sehen können. Guti. Okay, genau an der Stelle geht es in der nächsten Folge weiter. Ich bin gespannt. Die wievielte Geisel ist das? Die... Die vierte. Die vierte. Wie viele gibt's? Fünf? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube. Ich nehme mal noch einen Schluck aus dem... aus der Dose der Allwissenhaftigkeit. Ja, die Dose hat gesagt, es gibt fünf. Gut. Dann werden wir in der nächsten Folge endlich die Riddler-Geisel befreien. Gott, die Rätsel werden langsam echt schwer. Naja, anyway, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich bin der Baume. Bis zur nächsten Folge sage ich auf Wiederschauen und reingehauen. Cheerio.